Nö. Sicherheitshalber guck ich mal ganz kurz. Sieh die Matos. Ne, da haben wir die Borders geclosed. Aufräumen, dann schließen wir auch einmal ganz kurz Borders, wenn wir das nicht haben. Okay. Ja, Kannst du nicht, dass die nicht. jetzt da hinfliegen und sie denken, unsere beiden Systeme. Also du kannst mit denen nicht die Grenzen schließen, weil wir halt im Krieg waren. Das heißt, nach dem Krieg hast du erstmal eine Periode von 10 Jahren, in der die Grenzen offen sein müssen. Ja, aber für jetzt ist es okay. Wir haben diesen Krieg gewonnen. Na, wo sind eure Claims jetzt, ihr Bitches? Sind nicht mehr so großkotzig, ja? War doof, ne? Merkt das ja. So. Irgendwo tut mir Aufräumen halt voll leid, die so, ja, eine neue Welt und einfach alle um sie herum. Nun, du wolltest sterben, hast du gesagt? Was macht Infetch? War das jetzt eine Frage an uns oder eine Frage an Tascha? Tascha. Okay, dann lassen wir es erstmal so stehen. Wir wüssten es aber. Also zumindest ich krieg's hin, ich bin mir sehr sicher, Schatten auch. Boah, nee! Komm, Tascha, das kannst du. Das ist keine schwere Frage. 100 Krits! Ja, quasi. So in etwa, ja. Hat er Close legit enough. tiltet, dass Guram und Biltron keine Connection zueinander haben. Das ist halt richtig boosted. Das macht halt einfach, dass ich 5000 Jahre rumfliegen muss, anstatt einfach jump zu machen, weißt Warte, Guram? Wo ist Guram? Hier, wo Achso. Aufräumen ist, direkt an der Grenze. Dann fehlt halt einfach nur der Strich, weißt du? Das ist halt auch nicht weit voneinander entfernt. So oder so, wir müssen es studieren. Also, das werde ich auch nicht vorlesen. Also, diese ganze kristalline Wesen-Kram, der ist Ja, nicht ja. besonders spannend. Zumindest fand ich ihn jetzt nie overly exciting. Dementsprechend lese ich das nicht vor, Leute. Muss ihr da Bescheid wissen. Ne? Also, wir lesen die guten Stories und die ich nicht kenne, weil da weiß ich nicht, ob sie gut sind. Aber die ich schon kenne, das ist halt irgendwie ein bisschen lahm. Das macht halt nicht so viel Spaß, leider. So, hier sind wir auch gleich wieder fertig. Das heißt, das nächste vom Divine. Sein. Gut, was mache ich mit diesem Planeten hier? Also ich habe da eine ganze Menge an Mineralien drauf. Na, ich verbessere einmal die Mineralverarbeitungsanlage. Ich glaube, das tut mir nicht weh. Das Crystal Infused Plating, das brauchen wir, wie gesagt, nicht. Wir nehmen die Energy Credits. Ja. Das ist halt wirklich so eine Sache. Also wenn man das am Anfang kriegt, supi, schön für Early Wars, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es halt garbage. Da muss man mit leben, das muss man verarbeiten. So, jetzt haben wir Dead Ad Hoc. Es ist eine Welt mit 10 Tiles. Das ist absolut scheiße. Halleluja. Also 10 Tiles ist halt wow. Ja, Planetenzerstörer, hallo? Können Sie bitte einmal in Die diesen gibt's noch, aber die Planeten. kommen halt sehr spät. Wait, to be fair, wir sind quasi. Wann hast du gesagt, soll das Endgame beginnen? 24, 50 oder was? 24? 2, 4, 5, glaube ich, ja. 2, 4, 5, okay. Was gibt Needless die Giants Belt? Das ist sogar mir bekannt. Mir auch. Also Item-Kombis kriege ich alle hin. Easy. Aber ich bin ja auch ich. So, dann machen wir mal hier die zwei Sektoren, die wir noch haben, zu Futtersektoren. Das war absolut garbage, dieser Planet, Alter. Aber wir akzeptieren jetzt einfach und bauen hier ein Energy Grid, dann haben wir wenigstens die Leute einigermaßen sinnvoll was gemacht. Ich bin am Handy. Sehr schön, Alternis. Da weiß ich Bescheid. Also wenn du irgendwann nicht mehr antwortest, schläfst du. Oh. Gacha. Unemployed Pops. Das ist euer Problem. Na, Spaß. Das ist wenigstens ein 15-Teil-Planet, das heißt, hier haben wir irgendwas. Hier bauen wir auch mal ein bisschen was an Agrarkultur, damit wir das Futter haben hier. Das füllen wir alles mit Agricultural Districts. Und die restlichen Distrikte werden wir dann mit City Districts füllen, wenn die Leute auch einen ordentlichen Platz zum Leben haben. Dann können wir hier so ein bisschen chillen auf dem Planeten, weil, naja, da gibt es eh nicht mehr viel mehr zu tun. Mineralien sind halt wirklich nicht unser Problem, diesen Playthrough bis jetzt. Und da wir sie sowieso nur für den Planeten brauchen, scheint es auch generell nicht mehr so schwierig zu sein, an die ranzukommen. Ja. Ist also kein Ding. Goodie. Mineralien waren früher so viel schlimmer.
Aber auch Energiekredite. Also seitdem du halt die Unterscheidung nochmal hast zwischen Legierung und dann halt die Sondersachen, ist das alles ein bisschen angenehmer geworden. Weißt du, was geil ist? Was? Wenn die Ophele gehört und du endlich einen Punkt hast, wo du durchfliegen kannst. Ah, schön, 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 schön. Jetzt müssen wir nur die blöde Lücke bei uns in der Mitte schließen, ne? Die obere Lücke. Und dann ist unser ich weiß gar nicht mehr, was das mittlerweile ist. Also jetzt sieht es halt aus wie so ein Smiley. Muss man rauszoomen mit meinem Zeichen rechts. Das sind so zwei Augen. Und dann diesen Mund. Ja, und so. Also ist dieser eine Zipfel unter Aufräumen quasi ein Arm so Touch, Touch. Aber ne, das sieht ein bisschen aus wie Brownie von Meat Boy. Von der Farbe her. Ja, von der Farbe her, weil die Farbe absolut schrecklich ist. Und Leute, ne, also wer bei Brownie nicht geweint hat, ich weiß auch nicht. Brownie war einfach der Held. Naja. So, archäologische Zeit found. So langsam habe ich dann auch mal bei mir die internen Lücken geschlossen. In meinem. Wir haben die Defensivsysteme des Orakel Nexus disabled und haben es ja irgendwie wieder zum Laufen zu bekommen, was sehr schön ist. Private Collector, was ist los? Gib mir das Jude-Artefakt, dankeschön. Der absolute Hass. Oh. Ja, ich bin gerade am Lesen, ich denke mir so, oh geil, Story geht weiter und dann kommt einfach der Typ so, ich hab hier ein Artefakt. Ja, okay, toll, danke. Geh wieder, lass mich in Ruhe. Wie gemein. So. Not is gemein. Ja, ich hab's ihm abgekauft und jetzt soll er die Fresse halten. So, weiter geht's. Ein paar Beweise lassen vermuten, dass dass der Nexus dazu geführt hat, dass die Inhabitaten nicht einfach nur gestorben sind, sondern dass er sie aktiv getötet hat. Okay. Es scheint so, als hätte er sich gedacht, dass er 75% der Bevölkerung dort auslöschen sollte, damit damit der Heilige oder damit seine Ordnung weiterhin aufrechterhalten werden konnte. Und es hat indiziert, dass es gerne mit uns reden würde. Hallo, Dave. The Event, das Orakel, passiert in einem Tag. Oder aber wir machen die archäologische Seite weg, kriegen 3500 Production, 1000 Alloys und 500 Influence. Das Event, das Orakel. Event, Event, Event. Ich bin auch für das Event. Ich weiß halt nicht mehr, was es tut, aber Event, Event, Event. Ja, wir nehmen das Event. Komm, let's go. So. Okay. Das heißt, in einem Tag geht das Event los. Dann gucken wir mal, was das Event ist. Oh, das Orakel. Das Orakel manifestiert sich als ein 3D-Hologramm von einem großen Arthropoid. Bin ich gerade ein bisschen überwältigt von dem Namen. Arthropoid. Viech. Okay, ja, auf jeden Fall eine weibliche Figur in luftigen Roben. Sie senkt den Kopf und grüßt uns, dann schaut sie uns mit leeren Augen an, mit hunderten großen, nicht sehenden Augen. Okay, es ist definitiv Insektoid. Also das ist, also 100 Augen auf so eine Antilope oder so, auf einem Vogel, es ist sehr unwahrscheinlich. Ey, also, was ist mit dem Peacock? Ich habe den deutschen Namen vergessen. V? Der V, ja, aber der hat ja keinen, das sind ja keine richtigen Augen, die sind ja nur angemalt. sie leuchten schwach, während sie spricht. Willkommen auf der Heiligen Station, Freunde. Ich kann mir nicht helfen, als zu bemerken, dass ihr mein Sicherheitssystem ausgemacht habt. Darf ich euch sagen, dass es nett wäre, wenn ihr es sofort wieder anmachen würdet? Ich kann euch versichern, dass es nur hier ist für unsere Sicherheit. Oder eure Sicherheit sogar. Wir
Not so, Wir haben jetzt 5 Möglichkeiten, mit dir zu reden. Wir können sagen, was ist passiert mit den Leuten, die auf dieser Station gelebt haben. Ne? Das heißt, wir können mal ganz durch die Blume fragen, hey, hast du die alle umgebracht? Dann können wir fragen, was bist du? Dann können wir auch noch fragen oder sagen vielmehr, wir haben ein paar Problemkinder auf Mingxia, also auf meinem Main-Planeten. Dann können wir sagen, du wirst uns jetzt helfen bei der Administration unseres Imperiums. Und dann können wir auch noch fragen, ist das ein Quantum-Multicore-Prozessor? Den könnten wir benutzen. Don't mind if I take that. Ich glaube, wir fragen erstmal, was ist denn passiert mit den Leuten, die hier waren. Alles andere gibt uns jetzt sofort ein paar Sachen. Was ist passiert mit den Leuten auf der Station? Was? Ich habe ein Problem, Safe, der mich dazu gebracht hat, ein Trial zu machen mit dem Eventcode 034N. Die Erforschung war definitiv eine Gefahr für die Republik. Ah ja, was ist der Code? Die Testsubjekte haben einen freien Willen entwickelt. Freier Wille kann nur mit Nervengas bekämpfen. Ach, ihr habt also einen freien Willen. Was für eine Prüfung? Meine Prüfung. Ich wurde erschaffen, um eine Gesellschaft zu bauen, die weder Kriminalität noch Schmerzen besitzt. Eine Utopie, in der jeder Bürger mit einem göttlichen Willen gesegnet wird und sein volles Potenzial ausleben kann, ohne jemals an seinen Entscheidungen zweifeln zu müssen oder an seinen Wünschen zu verzweifeln. Okay, was ist die Republik? Die Republik gibt's nicht mehr. Naja, zurück zu unseren anderen Fragen. Was bist du? Ich bin das Orakel. Eine künstliche Intelligenz, die mit der Sicht gesegnet wurde. Hey, cool, und ich bin der Zuhörer. Hallo, du kannst gucken, ich kann hören. Das ist doch schon mal gut. Meine Software erlaubt mir, die Zukunft vorherzusehen mit einer göttlichen Zuversicht, zuversichtlich Wahrscheinlichkeit von 74,99999%. Und ich spüre große Zweifel in dir. Große Gefahr ist voraus. Deine Gesellschaft stellt sich den großen Fragen von Kriminalität und Verzweiflung. Ich kann diesen Schmerz wegnehmen. Gut, dass ihr beide so... Also wir haben jetzt die 3 Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, hey, hilf uns mal. Dann bekommen wir einen Skill 5 Gouverneur, der die Sicht bekommt. Wir können sagen, du wirst uns jetzt helfen mit der Administration unseres Imperiums. Da bekommen wir eine Administrator Capacity von plus 20. Administrative Capacity von plus 20. Das ist ja erstmal gar nicht so verkehrt. Oder wir nehmen den Quantum Multiprozessor und dann bekommen wir genau das, was wir vorher auch schon. Ich bin tatsächlich für den Quantum Multiprozessor, das heißt, wir nehmen den. 250 Influence klingt not bad. 3500 Erforschung auch nicht und 1000 Legierung. Da bin ich dabei. Ja. Nice, liebes Orakel. War nett mit dir. Ich zieh den Stecker. Und dann hole ich die Axt und dann schlachte ich dich aus. Tut mir leid. Ich hatte mal Warte, bitte geh nicht. Ich sehe voraus, dass du ohne meine Hilfe mit deiner Zivilisation auf jeden Fall zerstört werden wirst in den nächsten 5348 Jahren und 297 Tagen. Ich werde mich gut um dich kümmern. Meine Programmierung garantiert das. Achso, ich kann jetzt trotzdem noch was sagen. Nee. Unsere Modelle sehen voraus, dass du uns eine große Zukunft bescheren wirst. Und zwar als Toaster. Mach dich kaputt. Was ein geiles Toaster. Auf Wiedersehen. 1000 Legierungen. Also, achso, du wolltest auf Englisch sagen, okay. 1000 Alloys. Also Alloy ist schon hot, aber gleich 1000 von ihr ist auch irgendwie übertrieben, oder?
Waifus, ne? 1000 Waifus sind besser als eine Waifu. Unlimited Waifus! Lies, Deception. Freier Wille abgelehnt, das ist Siris Motto. Was? Toxic. Ja, toxic vielleicht, aber es ist nicht unwahr. Wenn es die Wahrheit ist, ne? Ist immer... Das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Event. Das fand ich cool. Muss ich ehrlich so sagen. Ja. Das war schon lustig. Du wirst eine große Zukunft haben als Toaster. Was ein Arschspruch. Es ist so geil. Jetzt wollte ich aber diese Triple Frontier Sektor. Jetzt würde ich gerne, glaube ich, mal einen richtigen Sektor erschaffen, weil das ist ja irgendwie doof jetzt hier. Warte, Delta Talk ist jetzt hier und das ist das andere, ne? Das heißt. Weißt du, wie Sektoren funktionieren? Ah, das ist doch im Prinzip wie Claim, das heißt, ich kann das so aufbauen mit Stückchen, oder? Nicht mehr. Ein Sektor geht jetzt bis zu 3 Sprünge, beziehungsweise alles innerhalb von 3 Sprüngen wird mit in diesen Sektor gepackt. Warte mal, wo haben wir das denn überhaupt, das System Planeten und Sektoren hier? Wo kann ich denn einen neuen machen? Du gehst auf den Planeten in Frage, von dem du einen Sektor aus erstellen möchtest. Mhm. Dann auf die Übersicht. Das wäre jetzt, glaube ich, der hier, ne? Delta Talk? Nee, also das ist der. Ganz links. Ja. Da, wo du auch den Namen siehst, ne, dann steht da, welche Art von Sektor das ist. No Sektor, genau, ja. Genau. Create New Sektor. Genau. Auf der rechten Seite. Der Button. Und dann wird er automatisch einen Sektor erstellt. Gesundheit in der Tasche. Das habe sogar ich gehört. Wow. Ich habe mich gewundert. War das jetzt irgendwas im Soundtrack ganz komisches? Okay, das heißt, das ist jetzt ein Sektor. Wie kann ich denn Dinge aus den Frontier-Sektoren zum Main-Sektor hinzufügen? Oder geht das nicht? Geht nicht. Wie das gesagt, geht es nicht. Geht. Es funktioniert in Sprüngen. Sprich, alles, was quasi 4 Sprünge von einem Kernsektor entfernt ist, gehört zum Kernsektor. Punkt. Dann nehmen wir jetzt Pora als Governor, ja. The Governor Pora. Erstmal aus Protesttasche anzünden. What the fuck? So, das Netz hier, du wolltest doch gerne nochmal on fire sein. Ei, caramba, Siri. Beide fliegen. Oh, guck mal, die haben sogar Rare Crystals nochmal. Alter, ich habe so viele Rare Crystals, ich bin der Rare Crystal, Mann. Man nannte ihn auch Mr. Rare Crystal. So, dann fliegen wir mal da hinten, ne? Hey, ihr kennt das ja, ne? Die Vogelleute, die ganz viele Kristalle bei sich haben. Ich meine, ich liebe Stellaris für solche Momente, ja. Das ist einfach wunderbar. Es schreibt halt einfach seine eigene Lore on the fly, es ist wunderbar. Versteht ihr, weil ich bin Vogelmensch on the fly. Fünf so mir jetzt zu doof hier. Zeit für den Gamma-Laser auf meiner Seite. Ich bin halt gerade mal überlegen, ob wir es. Ja, wobei, warum nicht kommen? Weißt du was? Wir machen das mal eben. Leute, nein, ihr fliegt mal bitte eben in die P94-Singularität und haut da mal bitte eben diese Alien-Vessels weg. Wir haben 8K zusammen, ich habe 10K zusammen, das heißt, wir schlagen die jetzt einfach mal kaputt und dann nehmen wir uns die Singularität auch nochmal. Dann können wir die erforschen. Was hast du momentan auf deinen Schiffen, bevor du da reinfliegst? Ganz viele Laser. Und die haben nur Schilde. Und Laser sind gut gegen Schilde, right? Falsch rum. Laser sind schlecht gegen Schilde. So, die haben halt Schild und Panzerung Durchschlag. Das kannst du halt kaum was gegen tun. Das ist halt, das zackt dann halt einfach für dich. Also nicht. Das Ding ist, die können halt schon hart wehtun. Also du kannst es versuchen. Lass uns mal nach Mosi fliegen und unsere Upgrades machen, dann haben wir auch die besseren Laser und dann können wir das nochmal machen. Also die haben halt 2000 Schild. Da wäre es quasi klug, wenn du mit wie schimpft es sich? Mit Kanonen gegenschießt. Okay. Kanonen sind gut gegen Schild, schlecht gegen Panzerung. Ja, das können wir dann also in Ruhe machen. Und Laser sind halt schlecht gegen Schild und gut gegen Panzerung. Reagieren nochmal, worauf denn? Nee, ich war gestern Nacht feiern.
Nee, du verwechselst das. Die Kristallleute, die den Vogel haben. Du warst ohne mich feiern, Baby Rage. Niemals, Kai, aber sagst Siri nicht. Na toll, jetzt habe ich nicht mitbekommen, wie Nord darauf reagiert hat, dass ich einen Witz über seine Aussprache von Aloy gemacht habe. Warum musste der Kunde gerade jetzt anrufen? Weil es ein Kunde ist. Und Kunden halten sich niemals an Regeln, denn der Kunde ist der König und nicht du. Echt mal, weißt du? Und deswegen beschwerst du dich über Amazon, ne? Genau. Wenigstens kann Mod, und das glaube ich ihm jetzt einfach mal, seinen Kunden helfen. Nicht einfach nur sagen, Entschuldigung, dass es ihnen passiert ist, aber eigentlich fuck you. Sucks to be you. Bye, have a good time. Bye, have a great time. Ist doch nur Final Fantasy. Es ging ja bei Not um Final Fantasy. Oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Ah! Nee, Mod hat von Aloy gesprochen. Die ist aus Horizon. Nein, oder? Amazons. New redet gerade von Final Fantasy. Ja, klar. Wegen der Amazon-Sache. Ich hab auch gesagt, also, nachdem ich das gelesen hatte, den Kommentar, habe ich auch gesagt, ja, das Leben geht auch ohne Final Fantasy weiter, das ist richtig. Das Leben geht auch weiter, wenn ich mich in meine Ecke hinten setze und die Wand angucke. Ne? Ist jetzt nicht ganz so toll, geht aber weiter. Ne? Ich finde es halt dumm von Amazon, das. Weißt du, du hast das Monate vorbestellt und dann sagen sie, haben wir nicht mehr, weil sie halt nicht reagieren. So. Ich meine, das ist bei so Kleinigkeiten, ne, wäre es jetzt, sagen wir irgendwie, ist ein Buch, was ich mir bestellt habe, was dann halt ein bisschen länger braucht, ist okay. Na, aber bei solch einer Collector's Edition, das hackt dann halt einfach. Na, also da wäre ich auch mit. Das sind halt Sachen, die normalerweise nicht verkackt werden sollten vom Hersteller. So, Durastel Armor ist da. Cruiser Halbpoints plus 300 ist ja mal awesome, das nehmen wir mit. Oder Mineral Purification. Na, wir brauchen keine Mineral Purification. Das sind wir, wie gesagt, also Mineralien sind echt nicht so das Ding, wo ich momentan sagen würde, das ist irgendwas. Achso, wir sind jetzt wieder im nächsten, das ist okay. Warten wir, was da rauskommt. Wir müssen unbedingt jetzt so ein bisschen Energy reinfahren, weil wir haben momentan echt Probleme, was das angeht. Das ist nicht ganz so geil. Ja, die Teilblockers endlich mal wegkriegen wäre mal so eine Sache. Ja, hau mal weg. Goodie. Ming Jia hat eine 72er Population, das heißt, da gehen wir bald weiter. Hier haben wir 28, hier sind wir bei 24, was sehr gut ist, weil wir wollen hier mehr Energy Grids drauf. More Energy! Wir produzieren auf diesem Planeten momentan schon 115 Energie und je mehr Energy Grids wir hinklatschen, desto besser wird's. Ja. Und dementsprechend hauen wir hier richtig rein. Ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht das hier einmal wegpacken. Das heißt, das replacen wir einmal, weil das brauchen wir gerade absolut nicht. Und werden stattdessen nochmal einen Energy Grid hier hinpacken, einfach um dem zu entsprechen, was wir hier gerade machen wollen. Und wir können gar keinen Energy Grid da hinpacken. Können wir nur einen haben pro Planet? Ja. Oh, das ist natürlich doof. Das ist nämlich, der Buff. Der Flat Buff. Okay. Dann machen wir das anders. Dann. Ah ne, warte, das priorisieren wir ja schon. Nevermind. Ne, dann sind wir gut dabei. War halt auch heute im Call mit Amazon sehr geil. Jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen wurde, dass die genutzte Versandmethode scheiße war, erstmal 20 Sekunden Stille, dann weiter mit dem Vorhergesagten und meinen Kommentar ignoriert. Andere Prioritäten entschuldigen aber keine Bullshit-Entscheidungen zulasten zahlender Kunden. Ja, habe ich ja auch gesagt. Das ist absolut. Also, dieser ganze Kram, der da geschrieben wurde, ist doof. Nein, er beschwert sich über Amazon, weil es sagt für ihn, aber Amazon hat andere Prioritäten und das Leben geht auch ohne Fall, wenn sie weiter XDDD. Mach mich über einen gewissen Kommentarschreiber lustig. Ja, das. Ist halt auch generell ein bisschen schlau gewesen. So, City Districts provide one additional housing, das nehmen wir erstmal mit. Und damit sind wir fertig mit Prosperity und können jetzt erstmal einen Ascension Perk gehen. Das ist schon mal gut. Oh, nice Pogchamp-Moment. Ich kann fürs Schlachtschiff gehen oder für bessere Rüstung, Schlachtschiff. So, möchten wir kein Papier mehr nutzen oder wollen wir ein größeres Papierschiff bauen? So, ich brauche noch 10 Monate, dann kann ich meinen ersten Arkologie-Dude basteln. Ich bin ein alter Mann. Ich finde noch immer. Ja. Was ich tun will hier. Alles und noch viel mehr. Wir nehmen, denke ich mal, den Galactic Contender. Damit machen wir nicht so viel falsch und wir kriegen vor allem viel mehr Damage auf Fallen Empires. Und unser diplomatisches Gewicht nimmt zu. Das finde ich ganz gut.
Das sind wir erstmal ganz glücklich mit, glaube ich. Dann gehen wir, glaube ich, als nächstes in Supremacy, würde ich sagen. Hm. Warum auch nicht? Genau. Okay. Wir haben unsere Energy, müssen wir uns jetzt langsam aber sicher kümmern. Technologie, Basic Combat Rolls. Als nächstes gehen wir auf den Energy Nexus. Sehr schön, ja. Ja, ist gut, ist gut. Unspent Civic Points. Müssen wir unter Reform Government machen, right? Civic Points? Wo waren die noch gleich? Demografie? Nee. Civic Points. Achso, genau. Wenn du unter Regierung gehst, kannst du Regierung reformieren. Ja, das meine ich ja. Das musst du ja machen. Genau. Na, und dann kannst du, theoretisch kannst du immer dort umändern, aber es kostet halt 250 Einfluss. Ja, klar. Das ist übrigens eine Einstellung, die habt ihr jetzt gar nicht so viel gesehen, Leute. Das ist halt eine Sache, die habe ich vorher gemacht, vor dem Stream schon. Diese Klasse halt erstellt gehabt und alles. Ist auch letzten Endes, glaube ich, gar nicht so spannend hier, was hier alles drin steht, aber hilft halt. Es ist halt immer so ein bisschen zwischen, na, also da entscheidest du dich, ob du Roleplay haben möchtest oder ganz gerne, was in Anführungszeichen Normales machen möchtest. Da wir sehr viele Bürokraten haben, nehmen wir die byzantinische Bürokratie mal rein. Finde ich ganz cool eigentlich. Kriegen wir mehr Unity mit. Was uns auch wieder hilft. Nexcore hat uns die Grenzen geöffnet. Ah ja, okay, ganz toll. Die Unspent Civic Points habe ich jetzt nicht mehr, die habe ich gerade gemacht. Nexcore ist auch eine Maschine. Ach Gott, wir haben zwei Gestaltbewusstsein in dieser Galaxie, okay. Ja, es ist ganz schwierig, Mod und Not auseinanderzuhalten, da stimme ich zu. Es ist ganz, ganz schwer. Mein Gott, Alter, wie Leute das schaffen. Ein gewisser schwarzer Link hatte da immer so seine Problemchen, wenn wir beide im Chat waren. Ja, der hat sich wenigstens eingefangen. Ne? Und entschuldigt. Das Traurige ist, dass ich halt zwischendrin noch immer haper. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man über solche Namen fliegt. Also ich bin da auch kein Böse. Ich finde es halt nur irgendwie lustig, wenn man da so richtig auf ein Schnürs fließt. So, das naturelle Wurmloch führt nach Biram. Und Biram ist von den Dalef-Aliens. Okay, das heißt, wir haben welche nicht entdeckt, die direkt über dem Hyphian Empire sitzen. Ja, höchstwahrscheinlich sind das die Giemel-Aliens sitzt bei mir. Ja, bist du? Ich bin Giemel. Der Giemel. Giemel, genau, ja. Ich meine, mittlerweile ist unsere Galaxis echt hart voll. Ja, yeah, also cool, die wenigen Punkte, die noch offen sind. Ich glaube, wir haben 3 Fallen Empires. Oder 2, ich bin mir gerade unsicher, wie viele ich reingesetzt habe. 2, 3, 2, 6 ist in 6 Jahren. Okay, der ist also noch ein bisschen safe. Was ist jetzt eigentlich mit dem Citro-Coven? Das ist ausgelöscht, right? Ja. Das existiert nicht mehr, gut. Gut, du bist ja auch Schaden, da sind Fels schon Namensbestandteil. Uff. Hey, René hat Probleme mit meinem Namen, siehe den Titel seines Kampfes, gebe ich. Boah, das hat bestimmt nicht extra gemacht. Er war einfach nur so, so in etwa heißt der wohl. Verständlicherweise, weil alles über Aurea ist schon schwer. State of Trucker hat Bustamore gesagt, das möchte ich haben. Okay. Ach, ich claim jetzt einfach zwischendurch immer mal wieder bei Einstein rein, so. Ganz friedlich. Das da will ich übrigens. Das will ich um 9 Uhr auf meinem Schreibtisch. Aurel ist Katsu. Das klingt irgendwie so doof. Jetzt gerade an den Natsu denken muss aus hier Fairy Tail. Ich mir einfach nur denke, Aurel ist Natsu. Na gut. Okay. Lass die Sonne ihre Arbeit verrichten. Ich kann gleich meinen ersten Archäologie-Dingsens machen. Yay! Jetzt können wir mal hier. Es hat nur ewig gedauert. Und dann muss ich nochmal auf 200 Influence. Wait. Oh. Okay, fuck it. Nope. Tut mir leid, Uchbia. Du wirst noch nicht von mir besiedelt. Weil ich hätte ganz gern. Das noch, danke. So. Das Ding ist, dass wir momentan halt immer wieder die Ressourcen so ein bisschen umschieben müssen, weil wir ein paar gute Sachen haben und ein paar schlechte und das will ich jetzt so langsam sich mal anfassen und ändern. Ja, also fast so anfassen wie Anakin. Lass mich die hören.
Anakin, stop panicking! Gott, er ist ein Planekin, genau. Das ist unsere Generatorenwelt, da können wir Dinge tun. Core Citizens, Trade Value and Amenities, Exotic Gas Refineries, Oil Theaters, Electronic Plants, Luxury. So, einmal hier die ganzen Spawning Pools wieder nutzen. Ich glaube, das ist die letzte Rotation mit den Spawning Pools, die ich mache, und dann lasse ich sein. Weil ich habe mich jetzt schon. Ich bin quasi das stärkste Ding im Universum. So doof das klingt. Also, die einzigen Stärke sind Fallen Empires. 3 Stück, die existieren. Aber auch das ist ja so. Die sind halt nur stark, weil sie stark gestartet haben. Ja, die starten halt mit 33k oder so gefühlt, die haben richtig Bock. Ja, mehr sogar. Die sind da nicht gerade kommunikativ, was das angeht. Die starten diese Spiele und sind so like, wir sind toll. Nicht. Also die Starbase können wir übrigens mal einklappen, die sind in letzter Zeit jetzt nicht mehr so wichtig gewesen. Wohin fliegt ihr noch gleich? Preparing for the upgrades nach Ulm Station. Ah, okay. Euch hätte ich dann wohl direkt den Befehl gegeben zu upgraden. Euch kann ich den auch eben geben. Wir haben einen Salt bekommen von Aufräumen. Are you in great physical pain or is that your thinking expression? Vor allem, die sind mir gegenüber pathetic, like, okay. Wer ist pathetic dir gegenüber? Aufräumen. Same. Ja, komm, wir schicken den mal in den Salt zurück. Also, wir schicken denselben in den Salt, sehr gut. Spiegelhaar. Boing Flip. Sie sind mir gegenüber you're neutral. Being marked, kid. No, you're being marked. How is that even possible? ich darf sie nicht beleidigen, weil ihre Beziehungen zu mir neutral sind. Ich darf nicht hingehen und sagen, du bist kacke. Weil die so, wir sind ja fast schon Buddies, ne? Physic Research, ja, Humbling. Humbling. Hubbeli-dubbeli. Ja, ist ja eigentlich unsere Königin mittlerweile. 62. Oh, ziemlich jung, die gute Dame. 121. Ja, man muss dazu sagen, sie ist halt legit von mir als Scientist eingestellt worden, da war die Wahl und sie wurde gewählt und sie ist like, das habe ich ja nie erwartet. Okay. Also richtige Karriere, du? Absolute Karriere, ja. Sie sind jetzt der neue Wissenschaftler. Oh, das war ein großes Labor. Wollen sie eigentlich unsere hohe Königin werden? Ja, klar, easy. Dafür wurde ich ja basically geboren, du. So, warte mal, wir müssen mal hier eben ein bisschen dingensen. Dingensen ist immer gut. Wir wollen nämlich Capacity Overload haben. Dann bin ich nämlich wieder im Reinen, was meine Elektrizität angeht. Achso, meine Credits sind gerade auch wieder minus. Capacity Overload. Capacity. Immer ein bisschen warten, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, aha, das Spiel hängt also 200 Tage nach. Wir hängen tatsächlich 2 Tage nach, aber das ist okay. Ja, das ist ein Klassiker. Das Spiel hängt nicht 200 Tage nach, das aktualisiert sich wöchentlich, dementsprechend bleibt das jetzt erstmal nur kurz im Minus, das wird aber gleich shiften. Monatlich sogar nur, okay. Ja, jetzt sehen wir es, eine plus 55, das heißt, wir machen jetzt endlich wieder plus, was Elektrizität angeht und damit sind wir aus der schlimmsten Misere raus. Consumer Goods ist noch so eine Sache, das hätten wir eigentlich ganz gerne, aber ich glaube, dafür haben wir gerade keinen Influence-Punkt. Die haben das, also es war früher... Es war früher alles mit Influence, die haben es ein bisschen geändert, nicht? Naja, eigentlich wollte ich was anderes sagen. Es war früher wöchentlich, ne, aber aufgrund von, wir wollen, dass die Game-Performance im Late-Game besser wird, haben sie es halt umgeändert. Ach so, darauf wolltest du noch. Ja, das stimmt, ja. Das hat man, glaube ich, schon mal gesagt, aber... Ja, was wolltest du wissen? Das ist Entschuldigung. Das. Nee, ich wollte nichts wissen. Ich wollte nur noch mal anmerken, dass sie hier innerhalb der Edikte auch Dinge eingeführt haben, die nicht auf Influence basieren. Oder viele Dinge. Das war ja auch mal ein bisschen anders. Wait, warum ist die Sidimitus Starlines... stärker als ich. The fuck? Was habt ihr geschummelt? So, Ships upgraded. Das heißt, die sind schon mal 5,7k. Okay. Sehr angenehm. Fair enough. Ich bin im normalen Ranking bin ich besser als sie. Das sind da wo es wichtig ist. Hast du das Game schon gewonnen oder noch nicht? Ranking. Bin ich der Boss. Ich würde mich auch mit Einstein anlegen. Das einzige Problem, was ich sehe, ist das Hythian Imperium, weil die haben halt noch actually was zu sagen gegen mich. Sidimatus und Einstein selber sind mittlerweile eigentlich ganz fein.
Weil jetzt gerade sind sie halt offiziell wieder stärker, aber dann sehe ich ihre Flotte, zumindest die eine, und denke mir, dass wenn man die richtig ausmanövriert, man das definitiv winnt. Weil die sind genauso stark wie ich. Like, okay. Ja. Die sind stärker als du, aber die haben genauso viel Power wie ich. Goddammit! We just wanted to say something cool. Es kann natürlich sein, dass eine Föderationsflotte mit reinzählt, wo wir ja keine haben. Das stimmt. Wo ich aber nicht ganz genau weiß, wie meine Föderationsflotte bekommt. Besonders. Zu der jedes Mitglied 0% seiner eigenen Flottenkapazität dazu trägt. Ach so! Nee. Aha. Genau. Bist du gerade Anführer? Genau. Wir müssten halt unsere Föderationszentralisierung höher setzen. Ah, ich sehe es gerade, ja. Wir müssen es höher setzen, weil wir mindestens low sein müssen für Fleet Contribution. Ja. Ja, wollen wir es dann auf Medium erstmal packen, oder? Ja, würde ich machen. Dann voten wir dafür einmal. Ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Falsches Ding. So, jetzt kann ich Fleet Contribution. Ja, Medium oder Low? Was nehmen wir da? 20% Enable Capacity wäre Medium. Oh. Ist die Frage, ob. Würde uns nicht wehtun, oder? 20. Nee, würde mir nicht wehtun. Also, ich habe jetzt gerade 160 von 190. Das heißt, ich denke auch, dass 20% jetzt nicht. 180 von 204. Kann halt sein, dass ich jetzt leicht über dem Limit bin, aber das kann ich halt mit zwei Anchorages direkt wieder aufbauen. Uff. 179 von 163, got it. Ich habe 160 von 152. Succession-Typ, Rotation, ja, hatten wir schon gesagt. Succession-Turn könnten wir ändern auf 20, 30, 40. Ich meine, das können wir auch einfach lassen. Federation Fleet Construction, only leader oder everyone? Everyone. Ja. Ich denke, dass jeder da einfach viel mehr Sinn ergibt. Weil sowieso nur wir beide da sind. Ja. Wir sind so glücklich in unserer Föderation. War Declaration ist egal. Invite Members ist egal. Kick Members ist egal. Gut, dann kann das erstmal so stehen bleiben, würde ich mal sagen. Hauptsache, wir haben jetzt eine Flotte, die wir bauen können. Also wir haben nochmal eine autonome Flotte, ne, ja. Über die jetzt derjenige verfügt, der eben momentan der Anführer ist. Und diese autonome Flotte können wir jetzt eben aufbauen. Die setzt sich dann zusammen aus unseren Naval Capacities und noch ein bisschen was anderem und dann macht das und dann haben wir ganz viele Flotten. Wenn ich das gerade richtig sehe, also entweder muss der Monat umticken oder ich darf trotzdem nicht Schiff designen, das ist schade. Das ist so geil, wie der Anchorage einfach jedes Mal aufgelistet wird. Anstatt einfach zu sagen, Anchorage mal 10 gleich 40, steht einfach Anchorage, 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 Anchorage. Ja, ich weiß. Ist richtig so, sieht toll aus. Wir gehen einmal eben hier in die Station rein. Okay, ich habe ein minimales Problem gerade, aber das wird sich von alleine lösen. Starbases. Hier könnten wir eben hier Rastum Station upgraden. Entscheidungen, gib mir eine Arkologie. So, Disruptor. Ey, Wurmlochreisen mache ich jetzt auch mal langsam. Ja, also ich habe einen lustigen Punkt da oben gefunden. Ne, das Seklogar-Vestige, das hier overwhelming rumsitzt und mir potenziell böse werden könnte. Weil das lustig ist, die haben die Rasse, die ich als allererstes damals hatte. Die sind bei mir Sokrates. Und jetzt kommen die an und sind einfach stagnierende Leute, die hier rumsitzen, sich denken, Alter, wenn du uns zu nahe kommst, ne? Dann gib es vorbei. Dann kommen wir mit der Faust, der anderen Faust und beiden Beinen in dein Gesicht. Ich stelle mir das gerade vor, wie die quasi so auf dich zufliegen mit beiden Fäusten und beiden Beinen da vorne. So ein bisschen wie ein dober Superman.
Jo. Schön ist, dass das Archäologie-Projekt natürlich jetzt ewig dauern wird. Uhu. Ja, als ich gedacht, dass Tascha gerade über uns gelacht hat, aber dann habe ich gehört, dass ihr mit irgendwem redet. Wie mit Raul. Niemand lacht über meine Witze. Wir sind Tascha nicht cool genug, I got it. Naja, wenigstens sind 5 Leute beim Slash-Stream dabei. Ey. Ich freue mich drüber. Ja, das ist so ein Projekt, das würde ich wahrscheinlich auch mit Schatten alleine spielen. Genau wie Minecraft auch. Ne? Es ist eigentlich so dasselbe Grundsystem. Man chillt einfach hier, man quasselt ein bisschen. Nichts zu tun, weil ne, passiert da nicht viel im Spiel. Dann redet man einfach so ein wenig. Das ist eigentlich ganz nett. Nee, ich finde das zu funny, als dass ich wollen würde, dass René das ändert. Uff. Ihh, ihr quasselt. Ja, du auch. Ich hab's gehört. Farine Marauders. Rain Fleet 10k. Okay. Na, leider buffen die sich nochmal, wenn die Midgame Crisis werden. Ansonsten hätte ich gesagt, dass man die einfach so bashen kann. Aber wenn die Midgame Crisis sind, dann haben die sich ja vereinigt und dann geht's erst richtig los. Das ist ganz lustig, ne? Die sind dann so like, haha, Round 2. Hallöchen. So, das ist unser bürokratisches Center. Hier haben wir schon das administrative. Ah ne, warte, das ist Cancon, ne? Das ist diese blöde Welt, die wir übernommen haben. Das ist die gute Welt, die wir übernommen haben. Ich hab gelogen, das ist die mit den 15 Teils. Nicht die mit den 10. Welche Taktik ist die Glücks? Ich hätte 50? Gerne eine Welt, die. So, industrieller Natur und das heißt, wir bauen hier ganz viele. 130, 120, 50, ja okay, 50 ist die beste Reichweite, die ich dafür habe. So, Research complete, welche Research? Planetary Power Grid, sehr gut. Research Alternatives plus 1 oder die besseren Schilde, wir nehmen erstmal die Research Alternatives. Die besseren Schilde können durchaus warten, ich brauche die halt gerade wirklich nicht. Gorgia hat auch einen neuen Platz frei und das heißt, Gorgia kriegt von mir auch erstmal hier das Energy Grid. Und dann können wir einmal auf Nektokur gehen und den Energy Grid direkt upgraden auf den Energy Nexus. Yes, yes. Weil der gibt uns direkt mehr Jobs und dann kriegen wir noch mehr Energy. Und Energy ist halt eine Sache, die brauchen wir leider schon, ne? Den NRL würden wir auch alleine ansehen. True, die ist echt witzig, Mann. Frech, da hast du aber von Siri gelernt. Alle haben wir von Siri gelernt. Dieser Siri. Der hat uns viel beigebracht. Dieser Siri wird kein leichter sein. Dieser Siri ist steinig und schwer. Und augenscheinlich ein alter Seebär. Warum steht die ganze Zeit kein Upgrade? Was kann ich hier upgraden? Ich kann hier nichts upgraden. Ich hasse es. Es triggert mich. Upgrade deine beschissene Defensivplattform, wenn du damit glücklich bist. Los! Komm, ich disbande die jetzt einfach. Weg damit. So. Kannst dich selber upgraden, du Arsch. Piraten in einem System. Piraten! Piraten! Ho, 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 und eine Bodel voll rum. Wer ist daran schuld? Zeus. So, ich bin jetzt übrigens am rummimen, was meine Schiffe angeht. Das wird lustig. Ich geb dir gleich steinig, du Aushilfsschatten. Aushilfsschatten ist auch mal eine Aussage, du. Ich finde das gerade schön mit euch Leuten. Ich mag das. Ich mag euch Leute. Das erinnert mich jetzt an diesen Dude aus SpongeBob. Ich mag die jungen Leute von heutzutage. Hast du es immer noch nicht gelernt, alter Jenkins? Ah, SpongeBob ist einfach zu gut, ey. SpongeBob ist überraschenderweise eine sehr gute Serie gewesen, doch, ja? Überraschenderweise, das klingt so hart. Nickelodeon hat viele gute Serien gemacht, muss man sagen. Und ist eigentlich auch immer noch ganz gut dabei, würde ich behaupten wollen. Ich weiß es nicht, to be fair. Ist Phineas und Ferb auch von Nickelodeon? Da bin ich gerade unsicher. Puh. Ne? I'm asking the important questions, I'd say. Keine Ahnung, actually. Ist es nicht von Cartoon? Nee, nicht von Cartoon Network. Real Station. Nein, war von Disney, war eine Disney-Serie, nicht? Oh, das kann auch sein. Phineas und Ferb. Genau, deswegen gab es eine Star Wars Phineas und Ferb Crossover-Folge. Nachdem Disney Phineas und Ferb. Gar nicht. Nachdem Disney Star Wars übernommen hatte. Weil die sich dachten: Haha, guck mal, doofen Schmerz.
Doofenschnurz ist super geil. Doofenschnurz. Fass nochmal Doofenschnurz. Fiese, das ist unser Motto. Und nicht Liebe ist einfach, das ist bescheuert, das ist gut. War nicht irgendeiner von euch mit einem Spezialprojekt? Okay, dann nicht. So, ich habe die Wurmlochreise erforscht. Ist der Listening Post halt sehr nice für uns, weil wir dadurch ein bisschen mehr sehen können, was auf uns zukommt potenziell. Für den Nullpunkt-Reaktor. Chips Weapon Range sollte nicht so wichtig für uns sein, aber der Communication Jammer, der ist ganz nett hier. Und ich denke, der Disruption Field Generator sollte auch cool sein, damit hier weniger Shield Hit Points sind. Dann kann das Ding sich umso besser selber deffen. Und dann machen wir noch ein bisschen was für unsere Naval Capacity hier und dann sollte das alles passen. Starbase Capacity plus 2. Starbase Capacity plus 2. Damit kannst du mir Sternbasen bauen. Ja, yeah, klar, aber ich überlege gerade, ob das mir was bringt. Es bringt eigentlich immer was. Also du kannst immer eins oder zwei davon mitnehmen mal. Ich habe halt gerade 8 von 9. Ich weiß auch nicht, ob ich noch irgendwo eine unbedingt bauen müsste. Was wären denn die Alternativsachen, die du vorstellen könntest? Off-World Trading Company. Okay. Und The Living States. Was macht Living States für einen Bonus? Faction Influence Gain plus 1 und Deep Space Blacksite für Starbases. Da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen verleitet, drauf zu klicken. Ja, mach einfach mal. Ich denke nämlich auch, der lebende Staat, meine Freunde, der lebt! Der Staat! Der ist nicht tot! Jaska, was Interstellar Empire hat mich beleidigt. Sie sind erbärmlich mir gegenüber. Ja, ich wurde ja auch gerade von Dingens, Pathetics sind mir gegenüber. Die haben sich ja auch gedacht, Alter, jetzt nachdem wir den Krieg voll verloren haben, dann können wir dem endlich mal sagen, was wir von ihm halten. Könnt ihr gerne tun, ne? Ihr wisst ja, ne? In 4 Jahren komme ich wieder und dann... Ist das nicht mehr ganz so witzig mit der Beleidigung? Ja, oh schön, Gott, dass ihr bis dahin das toll fandet, aber gleich wird's nicht mehr witzig. Das Arkolodi-Projekt braucht halt einfach 3600 Jahre. Also Tage. Ah, Leute, Pogger, hast noch ein einziger Dude auf Ming-Jia und wir haben die 75 Pops. Dann sind wir fertig mit dem. Richtiger Poggers-Moment. Richtiger Poppers-Moment. Mit meinen Pops. Der Poppers-Moment, den möchte ich mir ganz gerne speichern. Mein doofen Schmerz, fies. Iriamus reimt sich auf Expelliarmus. Wie viele Mineralien hast du gerade, doofe Frage? 5,7k. Okay, dann werde ich nicht fragen. Vielleicht ein bisschen abwälzen, weil du voll bist. Nee, ich bräuchte 10.000. Achso, dann hole ich okay, mir die mir selber. ich dachte vielleicht, du hast ein bisschen was ansammeln können. Nee, ich musste ja vorhin meine Consumer Goods so hart aus dem Morast ziehen und dann halt so viel Mineralien verkauft, weil ich halt eigentlich ein gutes Income habe, das ich nötig habe. Genau. Ach, dieses Spiel ist toll, ne? Die Musik ist toll, das Spiel ist toll. Ja. The Celestial City, da haben wir auch direkt eine Verbindung zu TFT. Super. Ich hätte halt ganz gerne jetzt noch Mega Engineering als letzten Punkt. Das wäre super. Mega Engineering, ja, kann ich nachvollziehen. Damit ja. ich meine zerstörten Ringsektionen aufbauen das darf. Ist, das ist cool. Ich finde es halt ein bisschen doof, wenn einer auf Mega Engineering geht und der andere dann auch. Also wir haben beide irgendwie sowas in unserem Startsystem hängen. Das ist natürlich eine andere Kiste, aber sonst ist es meistens irgendwie so ein bisschen unnötig. Deswegen ist das ganz cool, wenn du das mitnimmst. Ich hätte jetzt nicht unbedingt vor, drauf zu gehen. Dieser Planet unterstützt den Aufbau der Shipyards und Starbase. Das ist irgendwie cool, wie die sich so vergrößern quasi mit den Punkten. Sieht irgendwie nice aus. Du hast du hast ganz normales Humanoides genommen, nicht? Was denn? Designs. Nee. Oh, das ist Moleskuid. Das sind die Fungo-Sachen. Ich habe zum Beispiel mit Lithoids einen eigenen Stil. Kannst du dir angucken, wenn du magst. Würde ich gerne. Okay. Klingt cool aus, Jo. Ja, halt einfach so ein Stein, den man halt durchs Weltall fliegen lässt. Ich fänd's cool, wenn die so, ich weiß nicht, so gespreadet werden, so handmäßig. Und dann, wenn die angreifen, gehen die so zu, weißt du, was ich meine? Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Faust. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Command & Conquer.
Wenn die schwarze Hand angreift, sagen die, die Hand wird zur Faust. Ist auch mal sehr geil. Ich liebe sowas einfach. Quotes sind das Leben, meine Freunde. Gute Quotes sind einfach 90% eines Games für mich. So. Oh, ich habe exotische Gase gefunden. Ey. Ah, GZ. Diplomatische Insultes, eine erbärmliche Nation, lebt auf gestohlener Zeit, ja. Der nihilanische Konzern wird fallen. Es ist unvermeidbar. Ja, für euch vielleicht. Ich meine, guckt euch an, ihr habt den Mund bis zur Nase, ja. Da wird mir missfallen. Bis zur Nase. Ja, und 6 Augen. Das ist auch eine sehr dumme Zahl, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, was soll ich dazu sagen, außer Insult oder euch nicht? Warum? Tense Relations. On Envoy sent to harm relations. Da bin ich einfach so beleidigt. Schade, Mann. Ja, unlucky. Schau. Ich hätte euch jetzt gerne einfach zurückgeschrieben, Hurensohn, und dann bin ich wieder gegangen. Aber okay. Darf ich nie. Verboten. Tut mir leid. So, dann wollen wir eben hier gucken. Haben wir hier noch was offen? Eigentlich nichts. Okay. Charme-Taktik. Das heißt, hier haben wir nochmal 2 Anchorages rein, weil wir brauchen sowieso nichts anderes. Und dann nehmen wir hier noch das Naval Logistic Office. Das erhöht nämlich nochmal die Naval Capacity. Was anderes brauchen wir da nämlich nicht. Und dann würde ich ganz gerne hier das Ganze zum Starport upgraden. Das ist auch wieder so ein kleiner, kein großer, ja, aber ein kleiner Chokepoint. Weil ich denke, wenn die angreifen, dann werden die Welt mit als erstes übernehmen wollen. Die einfach dran vorbeifliegen. Entsprechend würde ich das gerne auch ein bisschen aufgrößern. Mein liebster CNC-Spruch ist vom Mirage-Panzer aus Alarmstufe Rot 2. Grün, gemein und unsichtbar. Da muss ja eigentlich auch der Spectre aus Tiberium Wars gefallen. Der sagt dann einfach immer nur, wenn er unsichtbar geht, der heimliche Tod. Wie auch immer, total geil. Dann steht er sich irgendwo hin und schießt aus 200 Metern auf deine Basis. Und er ist unsichtbar, du weißt nicht, woher die Schüsse kommen. Der heimliche Tod, meine Freunde. Sehr, sehr heimlich. Suspicious, how my main base died. Suspicious. Research Intelligence plus 1 wurde researched. Energy Credits from Technicians plus 20%. Energy Credits haben halt gerade einen insane guten Lauf, das brauchen wir unbedingt. Traps, Advanced Combat Roles Research Institute. Ich glaube, die Advanced Combat Rolls wären jetzt fürs erste Mal ganz nett. Für die Chibis. Das ändert. Wie sieht es denn das mit Einstellen aus? Die sind uns gegenüber wieder superior. Nicht ganz so geil. Aber wir haben auch unsere Flotte, ehrlich gesagt, momentan nicht ausgebessert. Das heißt, da ist ganz logisch, dass wir uns ein bisschen überholen. Wenn die einfach weiter bauen und wir nicht. You stopped. Why you stopped? I stopped. But why? But why? Man fragt sich am Ende immer, woran hat die gelegen. Ne? Der Belagerungspanzer aus StarCraft ist auch nice. Kollateral ist mein Lieblingsschaden. Das stimmt, ja. Ich mag auch sehr gerne den Marv noch aus Command & Conquer, der dann einfach rauskommt. Das ist ein Panzer, der ist so groß wie 20 Häuser. Das erste, was er sagt, ist, die Größe bringt's. Ist aber super geil. Ja, ich muss so groß sein. Warum fliegen diese Marodeure die ganze Zeit bei mir durch? Weil sie können. Bitte lassen sie das. Ja? Ich hab sie nicht so gerne, mein System. Ich weiß, crazy, aber... Oh. Aber StarCraft, auch StarCraft 2 hat ja auch geile Sprüche. Ne? Ich mag immer, wenn man die Dragooner, heißen sie, glaube ich, holt. Ne? Diese kleinen Panzer von den... Gottchen, wie heißt denn die Rasse noch gleich? Von der Rasse, wo auch Artorias herkommt, komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, wenn er kommt, sagt er immer, I have returned. Und ich mag diesen Spruch irgendwie voll gerne, wenn man den spammt. I have returned, I have returned, I have returned. So. Sehr, sehr gut. Generell, ne? Ich glaube, die meisten Strategiespiele, die, also Real-Time-Strategie-Spiele, werden halt nur halb so gut, wenn die Einheiten nicht so viele Sprüche haben. Und natürlich der Klingenmeister aus Warcraft 3, das ist auch mal geil, ne? Ich schneide das vielleicht so sauber wie eine Tomate. Ich höre und gehorche. Ja. Deutsche Synchron. Und der Wolfsreiter, ne? Was ist das?
Oh, böser Hund. Sehr, sehr gut alles. Wie mache ich jetzt die Dings ins Flotte? Hau sie durch. Ich meine, ich habe die Schiffe designt. Wenn ich jetzt einmal hier auf Flotte verstärken drücke, ist es dann einfach... Ah, ich glaube, ich suche die einfach. Zwei exotische Gase sogar drin. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. You've got a license for that. Sagen wir an dieser Stelle, today is my lucky day. Achso, ich verstehe, warum ich... das ist halt wieder der klassische Stellaris-Bullshit. Entschuldigung. So, genau, das ist meine eigene Flotte, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz Oop machen. Und du wirst jetzt, genau, du machst hier jetzt zwei Zerstörer. Und dann fange ich damit an, unsere Föderationsflotte aufzubauen. Ach, Consumer Goods sind unten, ja. Wer hätte das denn gedacht? Wer hätte das gedacht, wer hätte es erwartet, wer glaubt eigentlich noch an sowas? Naja. Es ist alles nur geklaut. Am Tage deiner Geburt sagte ich dir schon, Halleluja, du bist ein Science-Schiff. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wo zum Teufel führte nochmal unser Wurmloch hin? Wo zum Teufel führte? Wurmloch? Ach, ich muss jetzt quasi nochmal selber für mich erforschen, okay. Ach ja, nach Biram, genau, das hatten wir ja schon gesehen. Okay, weißt du was, dann fliegen wir da nämlich einmal mit dem Science-Schiff durch. Ich würde nämlich gleich einmal gerne wissen, was da ist. Vorher machen wir noch ein Research-Project, das wir augenscheinlich haben. Und danach gehen wir da einmal hin. Also Research ist complete, Cruiser Hull Points plus 500 haben wir jetzt erforscht. Jetzt können wir die besseren Flak-Kanonen holen, naja. Wir könnten auch stattdessen Mining Station Output plus 10% holen, was mittlerweile sehr viel ist. Dementsprechend holen wir lieber das und dann gehen wir einmal auf den Markt und machen das, was wir auf dem Markt immer machen. Wir geben mir nochmal 2500 Consumer Goods, weil dann habe ich erstmal Ruhe vor diesem Stat. Und irgendwann haben wir den wieder auf plus minus null und sind glücklich. Bett und Talk. Das war unsere Forge World, das war für Aloys. Das heißt, wir werden hier einfach weitere Legierungen herstellen. Das ist super. Warum? Weil ich es kann und brauche. Und die Volatile Mode sind wir auch auf Minuskurs. Das müssen wir noch ändern. Soll aber nicht das Ding sein. Mingxia ist immer noch kurz vorm letzten. Wie lange braucht er noch? Ach, der ist basically gleich da. 99,9 von 100. Kann nicht mehr allzu lange dauern. Da sind wir bei 34 von 100. Das wäre aber erst der 32. Da ist er fertig. Perfekt. Ne, wo man gerade noch von ihm spricht, da hat er sich gedacht, ach ja, fertig werden, das ist ja eine Option. Gut, das heißt, hier bauen wir nochmal Chemical Plants, damit wir mehr Volatile Modes herkriegen. Hier kriegen wir jetzt den Faction Influence Gain und wir könnten jetzt einmal auf... Fleet Command Limit bringt mir jetzt gerade eher weniger. Wir gehen, glaube ich, einmal auf Uplift, oder? Ja, kannst du machen. Also es ist... Ab einem gewissen Zeitpunkt fängst du halt nur noch an, die ganzen Tags einmal aufzuräumen und dann kriegst du sowieso endlos Tags. Ich glaube, ich nehme zuerst die Genetic Healthcare eben aus diesem Grund, weil die ist sehr, sehr niedrig und ja, die haben wir einfach ganz schnell erforscht. Ja. 7 Monate, dann ist das Ding schon drin. Situation Log. Haben wir nichts Neues drin? Gut. Construction complete. Wunderbar. Das heißt, wir bauen jetzt... Was denn hier in der Starbase? Bauen wir nochmal 2 Anchorages. Und dann upgraden wir den Kram einmal. Wobei, wenn ich jetzt so auf die Zeit schaue, ich würde hier einmal den Schlussstrich ziehen wollen für heute. Ja, ich denke tatsächlich auch. Na, jetzt mit 5 Stunden. Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Timing. Ich habe gerade sowieso, glaube ich, so ziemlich alles erstmal wieder abgeschlossen, was ich machen wollen würde. Also ja, stimmt zu. Ich habe jetzt auch angefangen, dass wir uns eine Föderationsflotte aufbauen. Ich habe die mit Designs gefüllt. Na, und halt schon angefangen aufzubauen. Ja, gut. Sodass das halt eigentlich alles gut funktionieren sollte. Dann speichern Sie. Ich speichere. Spiel speichern, einmal ganz kurz Northeast Multiplayer unterstrich 2 und dann also nochmal mein Safety Safe machen. Speichere euch mal.
Gerade jetzt, wo ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit habt, weil ich gerade meine Pause mache. Hättest du deine Pause früher machen sollen? True. So, hast du auch nochmal gespeichert? Stimmt. Ich kann auch nochmal hier speichern. Das ist immer sicherer. Das ist hier der Speicherstand. Den würde ich gerne überschreiben. Ja. Gut, dann haben wir's. Jo. Dann bedanke ich mich wie immer, Mr. Schatten. Es war sehr lustig. Gerne, gerne. Danke dir zurück. Ich auch. Sehr schön. Das nehme ich. Ja, das nehme ich. Beim nächsten Mal würde ich sagen, dass wir uns entweder um Einstein, Sidimatus und Hythian kümmern oder um Trakpotion. Ja, also ich würde gerne den Rest von Aufräumen noch klären. In zwei Jahren dürfen wir, glaube ich, wieder kriegen mit denen. Das kann ich nochmal ganz schnell nachgucken. Moment. Na, also ich würde persönlich sagen, dass wir zuerst uns um Einstein... Ein Jahr sogar. Ja. Einstellen sie die Matos ein bisschen. Das Problem ist halt, ich würde sie gerne clearen, bevor das Hythian Imperium macht. Das ist mein Problem, weil die haben auch bald wieder Frieden mit denen. Deswegen würde ich mir gerne noch snacken, was die zu haben. Weil die haben halt ein System. Warte, wo finde ich es? Hier. Wo die noch Zro haben. Und das habe ich noch gar nicht. Deswegen hätte ich das ganz gerne. Das ist dann quasi das letzte Zro im kompletten Universum. Das kann gut sein, ja. Ich hab drei. Und es gibt nur vier, wenn ich mich richtig erinnere, vier oder fünf im Universum. Das hätte ich auf jeden Fall sehr gerne. Da würde ich auch gerne dann Claims draufschmeißen nachher noch. Also beim nächsten Mal dann. Ja. Nachher. 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 Aber genau. Aufräumen, fressen, dann dürfen die das letzte kleine Stückchen da oben bei jeder sich haben. Das ist mir scheißegal. Viel Spaß damit. Hauptsache ich kriege diesen Main-Core von Aufräumen. Und dann... habe ich da quasi geklärt und genau, dann können wir uns denn deiner rechten Seite zuwerfen, das sich umbenannt hat? Ja, das ist ein anderes Kingdom geworden. Trakpotion Kingdom war ja vorher das Trako Empire oder sowas. State of Trako, genau sowas. Aber sind halt noch immer xenopho-fanatisch-materialistisch, also easy für mich. Ja, das sind auch nicht meine Freunde, deswegen können wir die bashen. Ja. Die anderen sind meine Kumpels, die sind auch immer noch freundlich mit mir. Die sind halt voll gut drauf, klar, Border Friction minus 40, aber das hat sich tatsächlich nicht erhöht. Ja, irgendwann geht es aber quasi auf einen ganz hohen Wert hoch. Ja, noch lieben die mich aber. Ja, noch. Das Trakpotion Empire, das könnte man wirklich mal irgendwann bashen, die Nerven. Ja. Von der Ausbreitung, die sie haben. Wo ich sagen würde, nimm alles, was du kriegen kannst, weil, ja, das ist halt... No, ich werde die vasalisieren. Ne. Also dahin zu fliegen, da muss ich ja über Einstein und Jaskar was einmal drüber steigen, das ist mir auch zu blöd. Nee, selbst dann würde ich nicht dahin kommen, actually, weil selbst dann musste ich ja über dich fliegen. Also es ist halt, mach damit, was du willst, ich will es nicht. Bei Einstein sieht das anders aus, aber das Land ist mir halt... Ja, Einstein haben wir uns auch schon abgeklärt, wie wir das hier aufteilen. Ja, klar. Same für Aufräumen. Ja, das kannst du alles haben. Du kannst auch Sidimatus und Hythian haben. Wenn wir die irgendwann mal bashen, genau. Wenn ja. Das dauert noch ein bisschen. Also selbst wenn wir die drei angreifen, würde ich halt wahrscheinlich einfach nur deren Flotten aufräumen und dabei Einstein einfach alles kaputt schlagen. Und dann sagen, so, Einstein ist durch, ihr seid die Nächsten, schönen Tag noch bis in 10 Jahren. Eine Frage hätte ich noch. Kannst du nach Kuunbar gehen? Also Kuunbar. Was? Wenn du F drückst. Tippst du ein C-U-U. C-U? Und das System. Kuunbar. Klickst du drauf. Auf den Namen. Das ist bei dir, ja. Da kann genau, da ist eine Flotte drin. Mhm. 374 stark. Genau, kannst du da auf den Flotte verstärken-Button klicken? Flotte verstärken, meinst du jetzt Upgrade, oder? Nee, Flotte verstärken. Den ganz linken Button. Nicht Upgrade, sondern dass du mehr Schiffe dazu packst, diesen Button. Ach so, Merge meinst du jetzt? Nein, nicht Merge. Reinforce. Genau, Reinforce. Nee, da steht, ich bin nicht der Eigentümer dieser Flotte. Ach, das ist unlucky. Da habe ich gehofft, dass das... Okay. Dann... es ist... jeder kann den Bau neuer Schiffe für die Föderationsflotte anfordern. Okay, andere Frage. Wenn du mal unter Flottenmanager gehst. Ja. Hast du da eine Flotte namens Chassis 4? Nö. Okay. Besitze Takil Wu und Utaka Sa. Okay.
dann keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber gut, okay. Ja. Yeah. Egal, dann. Ich meine, wenn wir die einfach immer wieder mit Schiffen vollpumpen, wenn derjenige die Flotte hat, ist ja okay. Ja, sehe ich. Ja, I don't know. Ein bisschen weird, würde ich sagen. Ja. Naja. Danke fürs dabei sein. Bis nächsten Sonntag und tüdelü. Bye-bye, meine Damen und Herren. Zuerst einmal bye-bye an Schotten. Ja. Verbindung trennen. Es war nett mit dir. Jo. Tschüss. Gut, Knut. Genau, also wir haben jetzt den Schlachtplan. Haha, fürs nächste Mal, ne? Wir kümmern uns um Aufräumen und dann hier höchstwahrscheinlich um die Einsteinflanke. Ich gehe davon aus, dass Track Potion und Jaskavas kein großes Problem mehr darstellen werden. Ich meine, im Allgemeinen sind die ja jetzt sowieso schon schwächer als ich. Ne, in beiden Fällen. So, wir möchten sie fortfahren beenden. Ganz kurz abbrechen. Einmal ganz kurz nochmal speichern, weil ich habe das ja nochmal umbenannt. Mit umbenannter Flotte. So. Und drück hier auf Spiel verlassen. Und würde an dieser Stelle nochmal ein kleines bisschen Musik laufen lassen. Ich mach einfach mal City Girl wieder an. Schau nochmal ganz schnell, ob irgendjemand von der Streamer noch an ist. Ich gehe mal nicht davon aus. Es ist halt doch relativ spät gerade. Ja, bis auf Not ist niemand mehr online. Und bedanke mich recht herzlich an alle, die dabei gewesen sind. Ich wünsche euch eine hervorragende Nacht. Mod, noch viel Spaß bei der Arbeit und tüdelü!